Hallo und herzlich willkommen zum Rebell AT Gaming Podcast. Willkommen auf der längsten Gaming Couch der Welt. Und sie ist heute vollständig besetzt, denn wir, die Rebell AT Crew, ist in kompletter Ausführung anwesend in diesem Podcast. Mit dabei ist in Hamburg der Konrad Kelch. In Salzburg der Siegfried Arnold. Und in Wien-West der Georg Pichler. Im Zentrum der Welt, ich, Wien-Mitte, Tom Schaffer. Naja, Mitte, so in der, irgendwas in der Richtung. Liebe Leute, wir sprechen heute, weil es ist der letzte Podcast in diesem Jahr, vermute ich jetzt mal, außer wir wollen spontan dann noch was einführen, der letzte Podcast im Jahr. Und wir sprechen natürlich deshalb über Gaming in diesem Jahr 2019. Was uns gefallen hat, was uns in Erinnerung bleiben wird, was wir verpasst haben. Das werden so die Themen sein, die wir in den nächsten 4 bis 7 Stunden geschätzt besprechen werden. Und wir beginnen mal mit einem schnellen Einstieg deshalb, weil das wird sicher einige Zeit dauern. Georg, was ist eines der Spiele, das dir in diesem Jahr in Erinnerung bleiben wird? Okay, damit kann ich leben, denn steht auch auf meiner Liste drauf, Gothic, das Remake. Da gab es ja, wenn es jetzt jemand nicht gehört hat, in der letzten Woche einen Podcast dazu, darum werden wir das vielleicht ein bisschen kurz halten hier. Aber hat es eigentlich jeder gespielt? Ja, weiß ich. Konrad, hast du es auch gespielt? What the fuck? Gut, aber jetzt mal abgesehen davon, dass Elex bei weitem nicht die Qualität hat, die Gothic 2 Nacht des Raben zum Beispiel hatte, und ich würde auch sagen Gothic 1 nicht, ist das natürlich etwas, das man in einem Remake überarbeiten kann. Und ich bin auch jemand, ich habe es immer noch nicht gespielt, weil auch bei mir Elex irgendwie nicht gereicht hat in der Bibliothek, um den Playable Walk-Teaser zu spielen. Also ich bin schon hyped, und wir haben aber das letzte Woche besprochen. Elex ist... Das stimmt, und man hat da schon im Playable Teaser, den ich in Videos angeschaut habe, ein paar Modernisierungen gesehen, die das Ganze eben spielbar machen werden würden heute. War Alex eigentlich in diesem Jahr? Okay, dann brauchen wir da nicht drüber sprechen, denn es war eine Enttäuschung für mich. Na gut, wer jetzt wirklich viel wissen will über den Gothic Playable Teaser über das Remake, der sollte ich bitte den Podcast der letzten Woche anhören, sehr zu empfehlen. Ich hake da gleich ein, weil es noch so eine Art Playable Teaser gegeben hat in diesem Jahr, der mich sehr überzeugt hat. Wir haben auch kurz drüber gepodcastet, ist aber schon einige Monate her. Backbone, da gab es diesen Prolog, das ist so ein Side-Scrolling-Adventure, so ein bisschen Film-Noir-schick, aber in einer Spielwelt, in der die Menschen eigentlich Tiere sind, mehr oder weniger. Aber das ganze super düstere Detective-Adventure mit nonlinearem Gameplay hat mich unheimlich angefixt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das habe ich nicht schlecht gemacht, ohne der Liste zu sehen, ne?
Es ist spannend. Ich kann mich nicht erinnern, dass das besonders häufig vorgekommen wäre in der Spielegeschichte, dass irgendwie so Prototypen rausgegangen sind, auf deren Basis dann gecheckt wurde, ob es die Basis, ob es überhaupt eine Playerbase gibt für die Spiele. Fallen euch da viele ein? Ich meine, Half-Life 2 hat das unfreiwillig gemacht, mehr oder weniger. Aber sonst? Ich glaube schon, dass sich das auszahlt. Das werden so, gerade so für Projekte, wo man sich nicht so ganz sicher ist, wird das was? Gibt es da Leute, die das spielen wollen? Aber wo vielleicht doch ein Grundinteresse da ist, auch seitens der Publisher, die sagen, das würde man schon ganz gern probieren, aber das Risiko ist hoch. Kannst du das dann quasi sagen, ja, machen wir mal 2 Jahre Entwicklung, dann probieren wir es mit so einem Prototyp. Und wenn der cool ankommt, dann machen wir es fertig und sonst scheißen wir halt einfach drauf. Wobei, bin ich gerade bei Backbone mir nicht hundertprozentig sicher, ob es stimmt, weil das Game heuer erscheinen wird. Das ist schon, also die sind schon weiter gewesen als das, was wir sehen. Also von dem her gilt gar nicht so, was ich gesagt habe. Aber also als Prinzip für die Zukunft kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so deppert ist. Gerade bei Dingen, die halt vielleicht ein bisschen zu viel Risiko sind, dass man gleich 3 Jahre Entwicklung reinbuttern will, mal mit einem Proof of Concept rauszugehen und schauen, ob es die Leute zahlt. Ja klar, natürlich. Ja, aber was ist die Gegenvariante? Die Gegenvariante wäre, du machst nochmal 1,5 Jahre, machst es fertig und dann interessiert es keinen.
Okay, wir hatten jetzt ein Game von Georg, eins von mir. Dann machen wir gleich mit Konrad weiter. Was bleibt dir in Erinnerung aus dem Jahr 2019? Mit einem Spiel, irgendeinem. Das ist ja auf meinem Pile of Shame in diesem Jahr drauf. Ich habe es mir auch auf die Liste geschrieben, als eins der Spiele, zu denen ich einfach nicht gekommen bin, obwohl es mich interessiert hätte. Nein, es ist auf der Wishlist, ja, stimmt. Es ist nicht der, es ist, ja. Wobei ich jetzt mal schwer dagegen sprechen würde, dass Max Payne kein gutes Spiel war. 1 und 2 waren eigentlich sehr gute Spiele. Ja, aber du kannst nicht von der Innovation der Bullet Time absehen, weil das war das zentrale Gameplay-Element. Ja, aber in einem Jump and Run das Springen ist jetzt auch nicht super aufregend. Ja, aber ich sage jetzt mal, seit Max Payne 2 stimme ich dem zu, da ist die Innovation vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber Max Payne nicht als innovatives Gameplay zu bezeichnen, ist einfach völlige Geschichtsfälschung. Das war damals in einer Zeit, als jeder Hersteller die 3D-First-Person-Shooter für sich entdeckt hat und Remedy kommt mit einem Third-Person-Bullet-Time-Shooter daher, der einfach was völlig anderes gewesen ist. Also da würde ich schon ein bisschen... Ja, okay. Wir sprechen einfach über das nächste Spiel, das auf unseren Listen steht. War jemand noch nicht dran? Ich glaube, ja, Sigi. Ja, Sigi, dann nimm einen neuen und zähl uns darüber. Oh ja, stimmt. Thank you.
ist. Ist das eigentlich schon aus der Early Access Version draußen? Ist das mittlerweile erschienen? Ich meine, es ist einige Monate her, dass wir das gespielt haben. Hat das auch einen Multiplayer-Modus gekriegt? Das ist damals alles so im Gespräch gewesen. Ja, ich weiß, ich habe mich erinnert, es war ein ziemlich lustiges Spiel, hat für den ein oder anderen Tag durchaus Spaß gemacht. Und ja, mal schauen, was da noch kommt. Wird vielleicht auch nächstes Jahr wieder mal auf der Liste stehen. wir kommen zum nächsten Spiel. Dann werfe ich mal wieder was rein. Whispers of a Machine. Konrad, du und ich, wir haben damals den Podcast zu dem Spiel gemacht. Das ist ein Sci-Fi-Nordic-Adventure, also ein Retro-Adventure im 2D-Pixel-Look, das sich durch eine nonlineare Spielweise und Charakterentwicklung ausgezeichnet hat und uns beiden viel Spaß gemacht hat, oder? Ich habe sogar ganz oben, das erste, was mir eingefallen ist in diesem Jahr, das ich gerne erwähnen würde heute. Hat es noch wer gespielt von euch, Jungs? Ich muss sagen, es gab noch ein paar Adventures, die ich ganz gut fand. In diesem Jahr war insbesondere, würde ich ganz gerne noch Gibbers hier erwähnen. Das ist irgendwie so ein 2D-Comic-Adventure,
schaut ein bisschen so aus, wie Monkey Island 3 damals ausgesehen hat, hat auch ungefähr alle 20 Spielsekunden eine Monkey Island-Anspielung im Gameplay drin und ist eigentlich ziemlich gut geglückt. Wir sind leider nie dazu gekommen, einen eigenen Podcast dazu zu machen. Aber auch ein Spiel, das ich auf dieser Liste heuer gesetzt habe und das ich, ja, so zusammenfassend schon ganz gerne empfehlen würde. Also wenn man sich für Comic-Adventures interessiert, schaut euch mal Gibbous an, den einen oder anderen Trailer, ob euch das zusagen könnte. War eigentlich ziemlich cool. Hat eine wesentlich höhere Rätseldichte, muss man sagen, als Gut, Georg, du bist wieder dran mit deinem neuen Spiel. Ja, es erinnert mich irgendwie so an diesen Sony-Titel. Wie hat der geheißen? Na, verdammt, wo du auch so durch die Gegend gerannt bist und große Viecher niedergekloppt hast. Nein. Ist mehr so, viel mehr Walking. Yes, das da. Also wenn ich mir die ersten Bilder anschaue. Sorry, das habe ich irgendwie überhört. Okay, dann lassen wir das. Hat das sonst jemand gespielt? Nein. Oh, okay. Gut, Sigi. Minecraft. Okay.
Ihr habt ja noch was gespielt, viel mit dem Jahr, und habt mir dann auch eine Version davon geschenkt. Forts sollte man hier vielleicht an der Stelle auch anbringen. Das ist so eine Art Worms gemischt mit Bridge Builder oder so. Also so ein 2D-Spiel, wo man sich physikalisch korrekt voranbauen muss und den Gegner bekämpfen muss und seinen Core quasi mehr oder weniger den eigenen verteidigen und den anderen killen soll. Habt ihr dann auch eigentlich nach den ersten 1,5 Monaten Zeit reingesteckt? Ja, Konrad, du bist, glaube ich, schon verzweifelt, weil wir dich schon so lange nicht mehr sprechen lassen haben. Ja, ich krieg schon empörte SMS nebenbei so. Ich schaue gerade meine Liste durch, ich habe tatsächlich kein einziges AAA-Game drin. Das ist aber, würdest du das als AAA-Game sehen? Ich weiß nicht, das ist ein Remake vom Ursprungs-Zelda. Ich muss sagen, das ist ja auch eins der Spiele, das bei mir auf der Liste steht und das ist, zu dem ich aber auch nicht gekommen bin, wie auch Luigi's Mansion 3, und deshalb ist meine Switch dieses Jahr eigentlich eher mit älteren Spielen beschäftigt gewesen. Ich habe viel Mario Kart und so gespielt, aber nicht wirklich Neues. Aber bei Zelda Link Awakening muss man ja sagen, als ich mich vor ein paar Jahren angefangen habe, für Game Design zu interessieren und ein bisschen selbst Spiele zu programmieren wieder und geschaut habe, was kann man da so machen, das ist ja tatsächlich immer noch eines der Lehrbeispiele, wie man Spiele so baut, dass man nicht lange Tutorials braucht, dass man keine 200-seitigen Texte über den Bildschirm laufen lassen muss, wie man das so alles machen kann, wie man alle Dinge tut, sondern dass einfach dich mit geschickter, auch mit Psychologie, auf Dinge bringt und dich im Spiel lernen lässt, wie es funktioniert, wie es ja auch Breath of the Wild im Prinzip weiterlebt. Also wie halt Nintendo das kann, wie fast niemand sonst. Yeah.
Da kann ich jetzt vielleicht einhaken, weil ich ein sehr ähnliches Spiel erwähnen möchte. Oder auch gar nicht. Weil ich ja gerade gesagt habe, diese Spiele erklären sich selbst, ohne dass man Interfaces hat, ohne dass man lange Bildschirmtexte hat. Das absolute Gegenteil ist dieses Jahr wieder erschienen von Paradox, Imperator Rome. Wir haben es gespielt. Ich habe wieder mal ein Paradox-Game ausgepackt, um zu versuchen, mich in diese Komplexität reinzugraben. Und ich habe es wieder nicht geschafft. Aber ich finde trotzdem, ich kann bei den Spielen erkennen, dass sie großartig sind, auch wenn ich es einfach nicht zustande bringe, damit wirklich viel Zeit zu verbringen, weil ich einfach die Lernkurve nicht hinter mich legen mache. Also wir haben eh schon öfter gesagt, Stellaris ist die große Ausnahme und das ist eins der Games, das ich eigentlich heuer wieder 20 Mal spielen wollte und nie dazu gekommen bin. Aber Imperator Rome, finde ich, verdient eine Honorable Mention hier im Podcast, auch wenn es die ewig gleichen Schwächen hat und für mich persönlich eigentlich gar nichts ist. Bitte. Oder wie man auch sagen könnte, Dark Souls Klon Japan. Oder ja, und deshalb ist es trotzdem ein Klon. Ja, er war 20 Jahre jünger. Ja, aber wir waren... Außerdem kann man nicht so tun, als würden 20, 25 Jahre Gameplay-Entwicklungen an uns vorbeigehen. Natürlich hast du dich in gewisse Komfortfunktionen gewöhnt. Natürlich hast du dich daran gewöhnt, dass du eben nicht mehr dauernd verreckst, sondern vorankommst in Games. Bin jetzt auch gar nicht sicher, ob das immer so schlecht und schlimm ist, aber natürlich spielen sich Games damals anders und wir waren da ein bisschen weniger frustanfällig, als wir es heute sind. Sekiro ist eins der Spiele, konnte ich nicht spielen, obwohl seit Dark Souls 3 habe ich mich mit der Serie angefreundet. Wir können uns daran erinnern, vielleicht im Podcast über Dark Souls 3 damals habe ich noch ordentlich gerantet, weil das in den ersten 15 Stunden mir eigentlich wirklich nicht aufgegangen ist, was da so cool dran ist. Und erst hinten nach habe ich
dann doch ein bisschen den Funken überspringen lassen habe. Darum hätte mich Sekiro schon interessiert, bin aber einfach nicht dazu gekommen, muss ich gestehen. Ja, da darf man nicht vergessen. Okay, wir zwei, Sigi und ich, wir lachen jetzt einfach in uns rein und denken uns, ihr zwei schenkt euch eigentlich weniger, als ihr glaubt. Ja, PUBG. Er hat einen Konrad gemacht. Ich möchte dazu. Ist das nur der Monat gewesen jetzt oder wo du auf Urlaub gewesen bist auch noch? Ja. Man muss dazu sagen, ja. PUBG hat ja dieses Jahr ein Update bekommen, wie eigentlich jedes Jahr. 2017 kam es aus der Early Access, 2018 kam Miramar und Vikendi dazu und heuer wurde Erangel neu released, also die Ursprungsmap. Also gab es schon einen Grund, das zu spielen. Auch es stimmt, es ist technisch höchst fragwürdig, was da passiert und ich wünsche mir schon seit Ewigkeiten, dass einfach an einem zweiten Teil gebaut wird, damit das Ding einfach neu und gut aufgesetzt wird. Sollte ja nicht unmöglich sein. Nein, nein, hör auf mit diesen scheiß Lightspielen und Mobile Games, du Pfeife. Keinen interessiert das, was du da jetzt sagst. Und zwar? Was von PUBG? Wir werden sehen. Ja, das wäre zum Beispiel extrem cool. Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Fortnite. Ja. Ja, das ist oft so der Fall. Also ich
Würde mir jetzt auch nicht als dann negativ, als das große Negativbeispiel des Jahres aufgefallen sein. Es ist schon so lange her, dass wir es gespielt haben, dass ich ernsthaft nicht mehr weiß, was mich daran gestört hat, außer dass es eben super arcadey ist. Soll so sein, muss ja nicht jedes Game super realistisch sein. Für uns ist halt irgendwie eher nix, hätte ich jetzt mal gesagt. Okay, wechseln wir das Genre. Ich möchte mal wieder ein Spiel einwerfen. Und ich würde sagen, oder das ist eigentlich das Letzte, das ich uneingeschränkt hier auf die Liste gesetzt habe, nämlich A Plague Tale. Ein Action-Adventure, ein narratives Action-Adventure, so ein bisschen in der Tradition von The Last of Us, von einem, ich glaube, französischen kleineren Entwicklerstudio, das mir extrem super gefallen hat, weil es ein unverbrauchtes Szenario, das pestverseuchte französische Mittelalter mit ungewöhnlichen Helden, einer jungen Frau und ihrem kleinen Bruder in die Hauptrolle gesetzt hat. Also etwas, das ich eigentlich wirklich super in Erinnerung habe, und ich habe es damals schon fast vermutet, dass wir es gespielt haben, dass es mir damals gameplay-technisch ein bisschen mehr Probleme bereitet hat, als es später in der Erinnerung übrig bleiben werden. Dass also die Experience, die ich mit diesem Game gehabt habe, mir positiver in Erinnerung bleiben wird, als es im frischen Gameplay-Eindruck dann auf der Fall gewesen ist. Aber ich finde es lustig, du machst eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was ich sage. Ich sage, damals haben mich die Gameplay-Elemente tatsächlich ein bisschen gestört. Aber jetzt, Monate später, wenn ich daran zurückdenke, ist das alles verblasst und die Erfahrung, die ich mit dem Spiel im Kopf habe, ist eigentlich eine positive. Für mich eigentlich ein Argument, das Spiel zu spielen. Weil man sagt, okay, man springt über ein paar Probleme drüber, um eine Erfahrung zu machen, die einem hinterher positiv erscheint. Du sagst genau das Gegenteil. Du sagst, damals hast du es gemacht, jetzt ist es eigentlich scheiße. Auch hier muss ich sagen, Hype genossen hat, das hat doch keinen, ja, aber das hat doch keinen Hype genossen. Ach komm, das haben vier Indie-Game-Enthusiasten positiv rezensiert und das war der Hype zu dem Spiel. Ach, Blödsinn.
Egal, wer sich daran erinnern will, wie man es wirklich frisch erlebt, kann sich ja unseren Podcast von damals anhören und unsere Kritikpunkte, die dann sicher auch ein bisschen näher an der Realität sind, anhören. Jungs, wir hatten noch ein Spiel. Gott sei Dank, das waren 7 Minuten Vortrag über Star Wars Jedi Fallen Order. ich habe es auch das Spiel nicht geschafft, also nicht dazu gekommen, es zu spielen. Hätte ich es schon ganz gern gemacht, obwohl ich sagen muss, dass ich die Trailer sehr unsexy gefunden habe. Es hat irgendwie so super beliebig gameplay-technisch in den Trailern ausgeschaut. So, also, okay, Gegner, 3-4 Schnetzlereien. Manchmal halt 5-6 Mal draufhauen, weil der Gegner ein schwerer Gegner ist. Dann weiterlaufen, Gegner, 3-4 Schnetzlereien, vielleicht mal 5-6, weil der Gegner halt ein schwerer Gegner ist. Und irgendwie so hat es in diesen Gameplay-Reveal-Trailern, wo du 15-20 Minuten Gameplay, glaube ich, auf D3 damals gesehen hast, gewirkt. Super, super schön, aber irgendwie auch super uninteressant. Du meinst das? Jedi Knight, die Jedi Knight Serie. Gameplay-technisch, Alter, was habt ihr für Spiele innovativ gefunden Anfang der 2000er Jahre? Das würde mich schon interessieren. Man merkt, es geht an gewisse
Ja, darf ich kurz sagen, der Spiel ist sehr nah. Von der Erzählung her selbst ist es auch schon viel besser, als das man sich nicht mehr verstanden hat. Ja, das ist halt sehr sauer. Ja, weil die Art und Weise, wie die Generation abläuft. Gut, Star Wars Jedi Fallen Order, ein weiterer Wishlist-Titel bei mir. Sigi, du hattest noch ein Spiel. Okay, ja, wenn wir jetzt zu den verpassten Spielen gehen, da hätten wir auch schon gehabt. Ich dachte, du hast noch ein anderes. Ja, okay. Also ich kann Kommandos darin jetzt nicht wirklich erkennen, bei Monaco eher, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe es auch ausprobiert damals, hat mich, weil es mich irgendwie grundsätzlich ästhetisch angesprochen hat, aber dann im Gameplay nicht wahnsinnig überzeugt hat. Also diese ganze Hektik ist an und für sich ja schon mal nicht ganz meins, aber eben dann auch, ja, es funktioniert alles nicht ganz so smooth, wie ich mir das in dem Fall dann vorstellen hätte wollen. Ist ein ganz nettes kleines Game, aber hat mich dann nicht gehuckt. Das ist auch einer der Gründe, warum es nicht lang genug gespielt hat, dass wir darüber reden hätten können. Aber auch ein Spiel, das irgendwie Ende letzten Jahres rausgekommen ist, dass wir Anfang des Jahres mal ein bisschen gespielt haben, auch einen Podcast drüber gemacht haben. Und dann aber irgendwie aus irgendeinem Grund aufgehört haben, ich nehme mal an, weil es nicht jeder von uns hat und wir halt gerne gemeinsam spielen, Insurgency. Sandstorm ist ein Multiplayer-Shooter auf brutale Realität getrimmt, so ein bisschen, sehr reduziert von allen Gameplay-Mechaniken, kaum Insert, sehr viel Feedback rein über die tatsächliche Spielerfahrung. Hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen, von allem her. Haben wir dann aber einfach nicht mehr weitergespielt, obwohl es das ganze Jahr über immer wieder große Updates erfahren hat, neue Modi, neue Maps bekommen hat. Und ich würde es ganz grundsätzlich gerne auch wieder mal anschauen. Georg, glaube ich, du hattest das auch. Warum sind wir da nicht zurückgekehrt? Insurgency. Thank you.
Okay, wir haben damals gesagt, es ist wie Counter-Strike, aber nur in dem Sinn, dass es, wenn Counter-Strike heute rauskommen würde, würde es vielleicht so aussehen. Ja? Also von der grundsätzlichen Spielerfahrung, finde ich, ist das jetzt nicht so nah an Counter-Strike sonst dran, sondern ja, zwei Teams, eine nicht allzu riesige Map und die treffen halt aufeinander, aber es hat schon wesentlich mehr und wesentlich andere Spielerfahrung zu bieten als Counter-Strike, finde ich. Ich glaube wirklich, es liegt daran, dass wir einfach nicht alle das Spiel hatten. Das ist bei uns oft ein Problem, dass es halt einfach zwei bis drei Leute haben, ein Game und der vierte, dritte, vierte nicht. Und dadurch wird halt wieder auf PUBG zurückgegriffen, weil das haben alle und mögen alle. Und ich glaube, da ist ein bisschen Insurgency untergegangen in unserer Clique deshalb. Okay, wir sind jetzt schon mittendrin in den Games, die wir entweder nicht gespielt haben oder eben nicht vollständig empfehlen können. Für mich ist da noch eins drinnen, das heißt Generation Zero, Mitte des Jahres rausgekommen, ein Spiel in den 80er Jahren in Schweden angesiedelt, konnte man Koop spielen, ist ein Shooter, in dem eine ziemlich verlassene Welt, in der man aufwacht, von Robotern überrannt wird, von Riesenrobotern und. Und wir haben es ein paar Stunden gespielt und sehr gemocht. Haben dann auch im damaligen Podcast gesagt, was alles das Problem an dem Game ist, denn es wird irgendwann einfach weniger cool, als es sein könnte. Ich glaube, es ist weiterentwickelt worden, das ganze Jahr, aber ich habe nicht mehr reingeschaut. Und was mich aber trotzdem dran positiv erinnert oder warum ich mich positiv daran erinnere und das jetzt hier nenne, ist einfach die Atmosphäre und das Setting hatte ich damals einfach schon sehr cool gefunden und auch die schiere Idee, wieder mal einen Koop-Story-Shooter zu spielen. Ja, Honorable Man, eine ehrenhafte Nennung auch hier im Podcast würde ich gerne aussprechen wollen für Generation Zero. Ja. Richtig, aber unsere Beschreibung damals war ein Koop-Stealth-Shooter, der besser funktioniert, wenn man ohne Georg spielt. Yep, get your shit together, man. This is so busy. Not okay. Ich kann mich daran erinnern, und ich... In der Rückerinnerung ist es, glaube ich, genauso ambivalent wie in der damaligen Spielerfahrung. Ich hätte gesagt, das Setting war cool. Und das war's. Und dann, als es fast zu wachsen beginnt, lässt man da mit einer Axt den Stumpf weg, weil das der Schluss von dem Game völlig absurder Mist gewesen ist. Aber okay. Ja, die man von der ersten Sekunde an eigentlich erriechen kann. Aber da wollen wir jetzt nicht zu viele Worte drüber verlassen. Wir haben ein Spiel noch nicht genannt, das glaube ich schon genannt gehört, auch wenn wir schlussendlich nicht so begeistert waren, aber die Outer Worlds. Das große Rollenspiel von Obsidian, das jetzt hier so im letzten Quartal, glaube ich, erschienen ist.
und dass ich auch so unter Schade drum abgespeichert habe, weil so viel Potenzial, so ein schönes Setting und natürlich auch, ist jetzt nicht so wie bei Traugen, dass das Spiel gar nicht funktioniert hätte, aber ein bisschen zu viel Standardware für meinen Geschmack im spielerischen Bereich. Aber sonst in vielerlei Hinsicht natürlich schon ein spannendes Spiel gewesen ist. Wer hat es gespielt? Ja, ich finde auch, ist ein bisschen eine Überwindung mittlerweile, in Solo-Spiele einzugehen. Ich finde trotzdem, und das im Rückblick, und da möchte ich jetzt auf das Spiel kommen, das der Sieg vorher gesagt hat, als Outer World rausgekommen ist, ist auch ein anderes Rollenspiel rausgekommen und die Entscheidung war so, das eine zu spielen oder das andere. Und ich glaube, ich habe mich fürs Falsche entschieden. Ich habe die Outer Worlds gespielt, was okay war, und ich wollte eigentlich, oder ich hätte wahrscheinlich eigentlich Disco Elysium spielen sollen. Hat das irgendjemand von euch getan? Ja, ich habe jetzt eigentlich nur mehr Spiele auf der Liste, die ich nicht spielen konnte, aber eigentlich wollte. Geht es da irgendjemandem noch anders oder gehen wir einfach in das Segment da Vollgas über? Okay, das war eine Minute sprechen über ein Spiel, das niemand jemals spielen oder kennen wird. Ein Spiel, das jeder kennt, aber wo ich nicht dazu gekommen bin, wenn man so will. Age of Empires 2 Definitive Edition. Es ist das, glaube ich, zweite oder sogar dritte Remake, wenn man das Fan-Rework mit einbezieht, von Age of Empires 2. Ich wollte es eigentlich wieder kaufen und ich wollte es eigentlich wieder spielen. Irgendwie habe ich es dann aber trotzdem nicht übers Herz gebracht. Vielleicht ist jetzt mit der HD-Edition mein Hunger nach höher aufgelösten Age of Empires 2 doch schon gestillt. Hat es jemand von euch nicht nur über den Microsoft Game Pass bekommen, sondern auch gespielt? Ja, du. Ich
berufe jetzt hiermit den Waisenrat des Podcasts ein und beantrage Joel auszuschließen aus dieser Gruppe. Na, vielleicht schauen wir es uns nochmal an, Konrad, wenn ich mal dazu komme, dass wir uns das geben. Es wird wieder die Phase kommen, wo wir Age of Empires spielen wollen. Die kommt verlässlich alle 2 Jahre für 2 Monate. Und dann können wir uns ja mal die Edition gemeinsam anschauen, hätte ich gesagt. Wololo. Georg, das darfst du nicht machen, wenn du nicht dabei bist. Das ist voll Cultural Appropriation. Oder so. Ja, es gibt viele Spiele, die ich eigentlich gerne gespielt hätte und durch die ich gekommen bin. Und ich glaube, neben Jedi Fallen Order, der einzige AAA-Titel, den ich so bezeichnen würde, der da mit drauf steht, ist The Division 2. Aus dem simplen Grund, dass ich die Tom Clancy-Settings trotz aller Absurditäten mag, und aus dem zweiten simplen Grund, dass der erste Teil eigentlich ziemlich lustig gewesen ist. Warum sind wir nie zu The Division 2 gekommen? Ja gut, das hält uns ja auch sonst nicht immer vom Gamern ab. Szenario finde ich cool, aber was mich bei The Division immer schon, was ich cool gefunden habe, ist die taktische Komponente der Gunfights, auch gegen die NPCs, also gegen die Computergegner. Das war eigentlich immer ganz cool, dass man da zumindest ausscheren musste, die richtigen Flanken finden musste, sich ein bisschen was überlegen musste, auch in den Kämpfen gegen die Gegner. Und das ist etwas, das hätte sich für mich jetzt irgendwie nicht abgenutzt. Ja? Also das hätte ich schon ganz gern eigentlich wieder gespielt. Vielleicht wird es ja mal ein bisschen cheaper und wir schauen rein oder so. Ein anderes Spiel, weil ja von euch irgendwie nichts mehr kommt jetzt, aber wir haben schon noch ein bisschen was. Ja, dann mach mal den Mund auf, Sie. Thank you.
Ich muss sagen, vom ersten Trailer weg völlig uninteressiert dran gewesen. Nicht auf mich zugeschnitten, aus irgendeinem Grund. Kann ich einfach nichts damit anfangen. Ist keine Aussage über das Game oder den Designer, weil ich so wenig darüber sagen kann, sondern hat einfach vom Setting, von der Optik her nichts für mich zu bieten, das mich anmacht. Anders als das unglaubliche Gegenteil von dem Game. Children of Morta. ein Spiel, das ich schon gebackt habe auf Kickstarter vor, ich glaube, 2 Jahren oder so, dass ich mittlerweile seit wann ist es rausgekommen? 4-5 Monate muss es her sein. Ich habe es am Tag 1 installiert, habe es auf dem Desktop liegen. Es ist wartet nur darauf, gestartet zu werden. Ich habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt. Ist so ein 2D-Roguelike Rollenspiel, mehr oder weniger. Und mit Koop-Modus sogar. Ich würde es wahnsinnig gerne mal mit euch spielen. Auch nicht dazu gekommen, leider. Aber hat auch ziemlich gute Kritiken gekriegt, eigentlich. Passt. Dann sprecht weiter. Ja, als ich's gespielt habe, war es auch noch broken und so weiter. Also das ist halt, es hat einfach nicht funktioniert in mancher Hinsicht. Ja, aber es hilft auch nichts, wenn du dann versuchst, mit einer Schraubenzieher etwas aufzumachen. Das geht halt einfach nicht. Und du schaust dir dann die Hilfe im Web an und da sagt dir, du solltest mit dem Schraubenzieher aufmachen. Und das geht halt einfach nicht, weil das Game broken ist. Also ist damals auch noch Early Access gewesen, muss ich dazu sagen. Aber hat mich deshalb dann nie wieder so richtig abgeholt. Kleinkind also. Thank you.
Steam-Fanboy Siggy is not amused and really pissed. Gut, die anderen hast du eh gesagt. Gut, ich habe noch ein, zwei Punkte hier stehen. Eines davon ist nämlich mein persönliches What the Fuck des Jahres, und zwar heißt das Spiel Outer Wilds, nicht die Outer Worlds, sondern Outer Wilds. Viele Leute draußen werden jetzt denken, ja natürlich, wir wissen schon, das ist was anderes. Ich habe von dem Spiel wirklich tatsächlich nie gehört, bis zur Recherche in diesem Podcast, als ich dann die Polygon Top 50 Games des Jahres durchgegangen bin, und das war auf Platz 1 und ich so, was, noch nie gehört das Spiel. Das ist so eine Art Handcrafted No Man's Sky mit einer Prise und täglich grüßt das Murmeltier dazu. Also es gibt irgendwie so, das Spielprinzip ist, alle 22 Minuten verschlingt eine Supernova das ganze Universum und du bist ein Astronaut, der von Planet zu Planet fliegt und rausfindet, wie er es verhindern kann. Immer alle 22 Minuten mit der neuen Information, die er eben im letzten Playthrough schon erlangt hat. Klingt unheimlich cool, hat auch geil ausgeschaut in den Gameplay-Dings. Ist jetzt auf meiner Liste drauf, aber ich habe es komplett verpasst. Hat irgendwer von euch vorher davon gehört? Das gibt's nicht. Sollten wir uns vielleicht ansehen. Schaut nämlich wirklich nicht uninteressant aus. Ist allerdings auch ein Singleplayer-Titel. Also Konrad hat schon gesagt, das ist schon ein bisschen schwieriger, sich für Singleplayer-Games zu begeistern mit der Zeit. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein paar Adventures zu spielen, die bis jetzt übergeblieben sind. Shardlight zum Beispiel endlich mal. Das geht dann noch, weil die dauern auch nicht ewig lange. Aber sonst ist einfach wirklich schon schwierig. Trifft auch meinen letzten Titel, den ich noch erwähnen möchte, nämlich Telling Lies. Das ist irgendwie das neueste Spiel der Her Story-Macher. Das ist irgendwie so ein Narrative Adventure, wo man sich durch diverse Bildschirme klickt und immer wieder und sich so eine Geschichte zusammenstoppelt über die Menschen, die von diesen Dingen betroffen sind. Schlecht erklärt, aber egal. Telling Lies, schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Sicher eigentlich ein cooles Adventure, wird auch überall als super spannendes Konzept beschrieben, aber auch da, mich zu lange damit zu beschäftigen, hat mich irgendwie davon abgehalten. Also der Einstieg ist mir bei Singleplayer-Games oft schon zu hoch. Bei Epic? Wieso bei Epic? Na, ich habe vorgeschaut, bei mir ist nicht drin, glaube ich. Dieses komische Tentakelmonster, dieser komische Fisch da mit Luki-Auge, was leuchtet da vorne? Ja, super. Es ist halt das wirklich ein Problem, wenn man jeden Tag Ich glaube,
Februar oder so, weil das Jahr hat keine Struktur, das ist einfach auch da. Da muss ich nochmal ein paar auf den was soll ich falsch machen? Warum auch immer, keiner kann es verstehen. Ja, aber die Zeit wird nicht weniger, wird nicht mehr, aber das Angebot noch größer. Und ich habe es heuer noch nicht geschafft, aber jetzt ändert sich das mit dem Jahreswechsel zu Weihnachten quasi, weil wenn Sigi endlich die Switch bekommt, hole ich mir mein erstes VR-Headset. Ich hole mir die Oculus Quest. Und dann haben wir wieder einen Grund mehr, um Zeit zu verscheißen. Wer von euch ist schon im VR-Himmel? Rift oder Rift S? So, okay. Ja, bei mir hat eben ein Freund vor ein paar Wochen ist er mit einer Oculus Quest dahergekommen und die hatte den riesigen Vorteil, dass sie zwar eigentlich ein super aufgeblasenes Handy ist, also Ding, aber halt wirklich ein ziemlich mächtiges und sie hat halt den Vorteil, dass du nirgends mehr mit dem Kabel dranhängst. Ich meine, du kannst es und dann ist es eigentlich mehr oder weniger eine fast vollwertige Rift, aber du musst nicht und du hast halt wirklich volle Bewegungsfreiheit im Raum, was einfach ein völlig anderes Gefühl von VR gibt, als wenn du irgendwann mit dem Kabel am PC hängst und immer so ein bisschen Schiss haben musst, dass du jetzt gleich irgendwas ausreißt oder den PC umstürzt oder einfach zu weit wegrennst davon. Und da ist die Quest wirklich, die hat mich jetzt überzeugt und das ist es zu Weihnachten für mich diesmal. Natürlich. Wir wissen es nicht alle. Bei
Wie heißt das Ding? Wie heißt das? Okay. Okay, schaue ich mir dann später. Wir sind sehr stolz auf unseren mobil-infected Schurl, der als einziger Mensch gerne Handygames spielt. Das Einzige, was mich da angefixt hätte, aber dafür kaufe ich mir eben keinen iOS-Device, ist Beneath the Steel, das ist der Nachfolger von Beneath the Steel Sky, dieses Adventure von Revolution Software, den Briten, das ja, glaube ich, nächstes Jahr irgendwann mal kommen soll, schon angekündigt ist. Jetzt bei mir nicht hinhauen, dass ich mir einen Apple-Device dafür kaufe. Mal schauen, ob vielleicht zufällig irgendeiner mal sonst wieder gebraucht wird. Okay, Leute, ich glaube, wir haben eine sehr ausführliche Rückschau auf das vergangene Jahr abgegeben. Ich sage jetzt einfach mal, niemand hat mehr was zu sagen. Ich lasse einfach nichts mehr zu. Für unsere Zuhörer, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein möchtet, wenn wir mal nicht viel zu lange über ein Thema sprechen, dann abonniert unseren Podcast. Das geht überall, wo es Podcasts gibt, wo ihr gerne Podcasts hört. YouTube, Overcast, Castbox, iTunes, Spotify, wir sind überall zu finden. Und natürlich spielt mit uns auf rebel.at/Discord. Wir spielen öfters Games gemeinsam, das haben wir mehrmals angedeutet heute. Und natürlich, ihr könnt uns jederzeit Feedback hinterlassen und uns folgen auf Facebook, auf Twitter und natürlich im Blog auf rebel.at, unserer Heimatadresse. Okay, damit hätten wir diesen Podcast abgeschlossen. Wir hätten das Jahr 2019 abgeschlossen. Wir haben auch das Jahrzehnt abgeschlossen. Vielleicht schaffen wir demnächst auch mal einen Rückblick auf das, was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Yes. Kauft dir einen Schnuller. Es interessiert niemanden. Passt, pfiat euch, Papa, und tschüss.